Hallo ihr Lieben, wir sind live. Schönen Abend euch. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich bin total aufgeregt, muss ich sagen. Ich bin allgemein sozialmedienscheu und mache ich das nicht so oft. Und ja, aber wenn es so eine gute Gelegenheit kommt, kann man nicht Nein sagen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Lucien, Dana, oh, viele, so viele. Alex, Karin, hallo ihr Lieben. Es ist so schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich. Ich schaue mir gerade, wer alle da sind. Johanna, hallo Ulrike, hallo Petra. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Es ist, ich musste wirklich das öfter machen. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders, dass ich, also hallo Jasmin, du bist einer der Ersten. Hallo Karin, hallo June, hallo Anita. Ah, wie schön, dass ihr alle da seid. Ich bin total, also ich bin beim Daumchen drehen den ganzen Tag, weil ich so aufgeregt bin, denn Stefan heute hier zu Gast zu haben. Und genau, mal schauen, ob, also ich kann ein bisschen erzählen. Ich habe, vielleicht wisst ihr das, ich biete Online-Kurse seit einiger Jahren, seit 2006 jetzt. Und am Anfang, wo niemand schon von Online-Kursen für diesen Bereich schon wusste. Und am Anfang konnte ich auch sehr schlechtes Deutsch. Das war auch eine der schwierigen Zeiten für mich. Aber inzwischen habe ich auch mit meinen Kindern zusammen besser Deutsch gelernt. Und ich habe mein Selbstbewusstsein jetzt aufgebaut. Und besonders jetzt in der Pandemiezeit, in der Corona-Zeit, habe ich gesehen, wie sehr viel die Online-Kurse da auf wichtig geworden sind für uns alle. Und da habe ich die Schneider-Akademie gesehen. Und ich dachte, wow, das ist interessant, dieses Angebot. Ich war sehr neugierig. Und dann war es so, dass, also wir bieten auch zweijährige Online-Kurse, Diplomkurse, wo man danach so eine Berufsqualifikation bekommt, ein Lizenziat vom International Textile Institute, unter der Bedingung, dass ein Berufspraktikum dabei ist oder ein Jahr Berufserfahrung und so weiter. In der Pandemie aber, wo kann man so eine Berufserfahrung bekommen? Das war schwierig. Und da kamen wir, also es gab tatsächlich einen Anlass. Die Jasmin war die erste Person, die mir daran aufmerksam gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, ob es überhaupt möglich ist, ein Praktikum online zu machen. Und dadurch bin ich zur Schneider Akademie gestoßen. Und den Rest, also ich glaube, ich schaue mal, ob Stefan da ist. Ja, ich glaube, jetzt ist die Zeit, den Stefan Wimmer zu begrüßen. Ob das klappt, ich klicke daran. Moment. Ja. Angespannt. Gespannt. Klappt es? Wo ist der Stefan? Hallo! Hallo, Hallo Liana. Hi Stefan, es ist so schön, dich hier zu Gast zu haben. Das freut mich Servus. Sehr. Na, wie geht es dir? Also mir geht's gut und ich habe mich auch schon den ganzen Tag gefreut, dass wir gemeinsam da ein bisschen plaudern können. Ja, ich mich auch. Und ich finde, es ist total schön, dass es geklappt hat. Ich habe mich wahnsinnig, es ist, ich glaube, genau vor einem Jahr, als wir Kontakt miteinander aufgenommen haben. Ich war so aufgeregt, ich habe einfach das Telefon genommen und habe dich angerufen. Und weil du so natürlich beschäftigt bist in deiner Werkstatt, also Schneider, neunte Generation. Genau. Mhm.
Wow. Also erzähl mal. Also, wir haben ja einen Schneidereibetrieb in Österreich, in der Nähe von Salzburg, genau genommen in Schlehdorf. Und ich bin schon die neunte Generation, also schon über 250 Jahre. Und an meiner Aussprache hört man natürlich auch, dass ich aus Österreich bin. Hört sich ein bisschen anders an, aber das passt schon so. Und in der Pandemie, also überlegt haben wir schon ein wenig vorher. Und in der Pandemie hatte ich dann praktisch die Chance mit meinen Kindern, mit meinen Söhnen, dass wir die Schneiderakademie starten. Da war Zeit zum Filme drehen, da war die Werkstatt leer, weil da brauchst du ja viel Platz und so weiter. Und da haben wir dann losgelegt. Und ihr habt ein was Tolles daraus gemacht. Also von deinem, wie soll ich sagen, deine Botschaft, was mir sozusagen besonders gefallen hat, sind zwei Sachen. Die eine Sache natürlich, dass du das alles so systematisch machst, dass du so viel Tradition und Expertise hast. Das andere ist aber, dass du dieses Wissen teilen möchtest. Und das hat mir wirklich besonders gefallen. Irgendwie haben wir die gleichen Hintergründe, weil ich bin nicht neunte Generation, ich bin dritte Generation. Aber trotzdem haben wir sozusagen, als wir die Online-Kurse angefangen haben, haben wir gedacht, Mensch, dieses Handwerk geht verloren. Es gibt nicht genug Leute mit dieser Expertise. Das wollen wir verbreiten. Und genau mit dieser Motivation haben wir losgelegt. Und ich habe bei dir das Gleiche gesehen. Und das hat mir direkt ins Herzen gesprochen. Und ich wollte mit dir Kontakt aufnehmen. Wie war das für euch? Also, was mir besonders auch gefallen hat, du hast 5 Kinder, oder? Genau. Ich habe eine Tochter und dann 4 Söhne. Also da ist schon was los bei uns. Aber die sind inzwischen vom Alter und von der Größe, also von der Größe sind sie inzwischen alle größer als ich und sind schon alle erwachsen. Aber diese mindestens 3 oder 4 sind haben Ja, ich habe das Glück, dass die Kinder sehr interessiert am Betrieb sind, damit wir auch über den Betrieb gute Gespräche führen können. Die Monika, das ist die Tochter, das ist das Älteste von den Kindern. Sie hat schon die Meisterprüfung und ist auch viel im Betrieb. Die hat schon 2 kleine Kinder, aber sofern es ihre Zeit zulässt, ist sie hier und arbeitet im Betrieb fest mit. Und dann habe ich 2 Söhne, die wohnen in Wien, also vom Alter her. Und die machen E-Mails, E-Mail-Marketing, Gestaltung von Seiten, denken sich da hinein, Webseiten und allgemein Gestaltung und auch das Programmieren. Das ist, die haben da eine eigene Agentur und die helfen da natürlich fest mit. Die sind bei der Schneiderakademie gut dabei. Und der Vorteil ist, sie kommen ja aus der Schneiderei. Sie haben das ja von Kindheit alles mitbekommen. Jetzt Ja. habe ich den großen Vorteil, ich muss ihnen nicht alles erklären, sondern die verstehen das gleich selbst. Genau. Also das Und ist wunderschön. dann habe ich einen Sohn, der ist in England, der Leonhard, der wohnt zurzeit in London, der macht auch viel Musik. Das ist so es ist schon mehr als ein Hobby, also ist seine Profession praktisch. Und er hat aber auch bei uns Schneidern gelernt im Betrieb, war auch Geselle und der ist auch für das Schneiden der Videos, für das Aufnehmen zuständig. Und beim Nähen, wenn ich etwas vergesse, sagt er dann immer, da haben wir etwas vergessen. Also er weist mich zum Glück darauf hin, dass etwas genau erklärt gehört oder etwas neu gedreht gehört, weil er eben auch vom Fach ist. Das ist das Gute. Genau. Und der Jüngste der Kinder, der Vinzenz, der arbeitet zurzeit auch im Betrieb mit. Der hat die Ausbildung auch schon fertig und ist jetzt, das heißt bei uns dann eben in Österreich Geselle und arbeitet in dieser Funktion eben fleißig mit. Ja, das ist prima. Und ich glaube, ich habe 2 deine Söhne live sozusagen kennengelernt und den Leonard habe ich nur online kennengelernt. Also Genau. wirklich, das ist meine Ehre in dem Sinne. Ich finde, das ist toll, weil da
da können, also ihr arbeitet als Team und jeder versteht, worum es geht. Und das finde ich klasse. Also wie gesagt, für mich war der erste Impuls, dass es irgendwie zusammengehört, dass wir, ich wollte dich unbedingt kennenlernen, wir haben uns sozusagen, wir haben telefoniert und ich habe dich im Sommer besucht. Das war durch eine lustige Panne, die wir hatten, sind wir auf dem Weg nach Griechenland durch Schlehdorf gefahren mit meinem Mann und durften bei euch übernachten und wir haben uns näher kennengelernt. Also ich habe euren Betrieb gesehen und war total begeistert, was ihr da habt, wie die Schneiderakademie funktioniert, da wirklich Chapeau. Und wie gesagt, neunte Generation und die zehnte Generation ist schon da. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Genau. Was sind deine Pläne? Wie siehst du das? Erzähl ein bisschen von deiner Erfahrung mit der Schneiderakademie. Vorerst möchte ich noch ganz kurz, wenn ich darf, was mich dazu bewegt hat, dass ich das kurz erkläre. Weil bei uns im Betrieb fragen ja auch viele, ob sie eine Lehre machen können, ob sie Praxis machen können. Und es tut mir im Herzen immer so weh, wenn ich die wieder wegschicken muss, wenn ich sagen muss, ich kann nur ein oder zwei nehmen, sonst funktioniert das nicht. Und das sind ja Träume, die hier zerplatzen. Und eigentlich würde ich das Wissen ja immer gerne weitergeben. Das hatte ich immer schon. Und darum sehe ich die Schneiderakademie als große Chance, eben dass das Wissen verbreitet wird, beziehungsweise und wenn es erhalten wird, ist schon viel wert. Und der Grundgedanke war auch noch der von der Ausbildung, dass wir eine Ausbildung anbieten wollten, wie in einem Betrieb im Grunde. Nur eben über das Internet. Aber dass man von leicht beginnt, immer schwerer wird, bis man dann wirklich sehr, sehr komplexe Sachen nähen kann und sich von Mal zu Mal steigern kann. Also immer wieder ein Erfolgserlebnis hat und dass man nicht wie in der Schule so Teilarbeit macht, an kleinen Stücken arbeitet und etwas probiert, sondern dass man immer bei jeder Einheit ein ganzes Stück näht und dann wieder ein Erfolgserlebnis hat und kann das anziehen oder man hat es vielleicht für jemanden anderen gemacht, aber dann sieht man am fertigen Stück, was gut ist oder natürlich, was auch nicht so gut funktioniert hat, weil Lernen ist einfach üben und Übung macht den Meister. Man wird jedes Mal besser und besser. Das sage ich auch immer dazu. Ich weiß ja, als ich das gelernt habe, ja, es war auch nicht von Anfang an alles gut. Man muss eben dranbleiben und wie ein guter Musikant sage ich immer, der muss üben, üben, üben und dann wird er jeden Tag besser. Ja, auf jeden Fall. Genau, genau das habe ich an dein Angebot geschätzt und das hat mich auch dazu bewegt, mit euch in Kontakt zu kommen. Und ich finde das klasse, weil genau das sehe ich auch, das erlebe ich auch in den Online-Kursen. Es sind viele Träume geplatzt. Es sind besonders bei Frauen oder aber auch bei Männern, die praktisch in erster Instanz das nicht gelernt haben, was sie als leidenschaftlich wollen. Und dann irgendwann sind die Kinder gewachsen oder gibt es Zeit oder arbeitslos geworden. Und dann hat man immer bereut, was man damals nicht machen konnte. Und jeden Traum kann man wieder neu aufnehmen, glaube ich, und neu anfangen. Und ich finde, das mit den Online-Kursen ist tatsächlich diese Chance, Menschen zu geben, vielleicht erstmal als Hobby, um es auszuprobieren. Aber aus einem Hobby kann man auch später einen neuen Beruf anfangen, was sehr wichtig ist. Genau. Und ja, und weil du vorher gefragt hast, welche Erfahrungen das wir dabei gemacht haben, also sehr, sehr positive. Und wir geben ja auch Feedback. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ja dann ein E-Mail schreiben, wenn es irgendwo hapert. Aber im Grunde, im Hintergrund verbessern wir das immer wieder. Wenn zum Beispiel mehrere Fragen zu einer Einheit kommen, dann geben wir da noch einen Text dazu. Und im Grunde, wenn man sich anmeldet und da mal schnuppern will,
man kann wirklich gleich loslegen. Und das ist uns eben wichtig, weil nur vom Lesen, vom Zuschauen lernt man noch nicht, man muss es tun. Yes, ja, yeah, auf jeden Fall. Learning by doing, das ist auch unser Ansatz. Genau, man muss es machen. Im Kopf passiert viel, aber die Erfahrung bringt neue Erkenntnisse und neue Schritte dabei oder Stolpersteine, die man umgehen muss. Und das passiert nur durch das Machen. Da hast du absolut recht. Genau. Und okay, also ich habe viel gesagt, warum ich dachte, dass das ist eine tolle Idee, euch kennenzulernen. Was meinst du, aus deiner Sicht bringt uns zusammen? Was würdest du sagen? Also einmal finde ich es so wichtig, dass wir den gleichen Ansatz haben, dass wir das Wissen weitergeben wollen, damit wir Jüngeren, mittleren Alters oder schon solche auch, die in Rente sind, die Absolut. da wirklich, wir haben auch viele solche Teilnehmerinnen, die sagen, jetzt endlich, ich durfte das nicht lernen, ich konnte es Ja. nicht lernen, da war die Zeit anders und jetzt habe ich die Chance, dass ich das wirklich noch lernen kann und ob die den Beruf dann einmal ausüben oder nicht, wir machen hier eine große Freude. Und das ist das Schöne dran. Im Ja. Grunde sind wir nicht nur Wissensvermittler, sondern wir vermitteln auch Freude und Ja. geben, wie soll ich das sagen, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas Schönes geschafft haben, die können auch stolz sein. Und das macht, gibt Selbstvertrauen. Und das verbindet uns auch. Wir wollen ja die das Selbstvertrauen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärken. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also ich merke selber, also ich mache zurzeit auch einen Kurs, der online präsent ist und wo wir alle zusammen sind. Und da ist man nicht in der Klasse. Also wir sind gleichzeitig präsent, wir sind nicht in der Klasse, aber ich kann, wie soll ich sagen, wir sind schon aus der Ferne. Und dann merke ich bei manche Leute ist die Einstellung so, oh, ich schaffe das nicht. Ich muss jetzt hier, ich bin jetzt hier raus, ich steige jetzt aus. Und da zu sagen, nein, bleibe dran. Dieser Misserfolg oder dieses gerade, was gerade nicht passiert, tief durchatmen, wir gucken gemeinsam die Fehler oder die Schwierigkeit und dass man darüber hinaus dann wächst, das ist genau was das Selbstvertrauen. Und ich glaube, in euren Kursen ist es auch so, weil es so systematisch strukturiert ist, Schritt für Schritt, dann kann man, führt es, auch wenn man einen Fehler gemacht hat, dann führt es in der zweiten Instanz zu einem Erfolg. Und das ist besonders. Daran wächst man. Und an dir gefällt mir auch, du willst immer das Beste aus deinen Teilnehmerinnen herausholen. Also du forderst sie schon und das verbindet uns auch irgendwie, weil wir nicht irgendwie, wir bieten ja nichts Leichtes an, sondern es geht leichter los, aber dann wird es schon immer schwieriger und immer heftiger Ja. und die wachsen ja mit uns mit. Das ist ja schön. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, irgendwie mit der Zeit, auch bevor wir sozusagen angekündigt haben, dass wir eine Kooperation haben wollen, dass es tatsächlich eine Überlappung zwischen unseren Teilnehmerinnen gibt. Also es ist schon mehrere, die auch bei der Schneiderakademie sind und gleichzeitig Schnittkurse oder Modezeichnenkurse bei Fashion Express machen. Und da sieht man, wie gut sie profitieren. Also das hat mir auch, das stärkt immer das Gefühl, mein Gefühl, dass da sozusagen die beide Kurse oder die beide Online-Schule, Online-Akademien zusammengehören. An diesem Punkt können wir auch sagen, ne, dass es ist möglich für Teilnehmer von Fashion Express besondere Konditionen bei der Schneiderakademie zu bekommen. Und wer Lust hat, sozusagen das zu kombinieren, einen Kurs von Fashion Express mit der Schneiderakademie, würde dann sollte sich an Stefan wenden und bekommt dann besondere Konditionen.
Und das Gleiche auch bei uns. Also auf jeden Fall, wer den Online-Kurs bei der Schneider Academy macht, kann das als Praktikum gelten für die Anerkennung vom International Textile Institute zu bekommen bei unseren Kursen. Da könnt ihr uns ansprechen und wir erklären euch sozusagen, wie das alles funktioniert. Genau, ich schaue gerade, ich glaube, es gibt ein paar. Ah, okay, wie wird die Kooperation genau aussehen? Das war eine Frage. Genau, das habe ich gerade erklärt. Wenn es nicht so klar ist, könnt ihr uns am Ende ansprechen. Also ihr bekommt praktisch, wer sich bei Schneider Academy angemeldet ist und dann einen Kurs bei Fashion Express macht, bekommt dann einen Rabatt und entsprechend, glaube ich, auch bei euch, oder? Wie ist es? Genau. Umgekehrt natürlich genauso. Genau. Gerne könnt ihr uns anschreiben. Eine andere Frage war, ob das Video am Ende Moment, auf YouTube. Ja, auf YouTube können wir das Video auch hochladen. Also es wird auf Instagram hochgeladen und es wird auf Facebook hochgeladen und wir können gerne das auch bei YouTube hochladen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuschauer, auch andere Fragen habt. Also ich wollte nur sagen, dass es für mich insbesondere das der Anfang ist. Also ich sehe das erstmal als der Anfang einer Kooperation. Es gibt vielleicht, also wir haben vor, dass vielleicht Stefan uns in Berlin besucht oder ich wieder nach Schlehdorf wieder gehe, also besuchen komme. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir schauen sozusagen, wir arbeiten jetzt näher zusammen und werden wahrscheinlich neue Sachen auch in der Zukunft vielleicht ankündigen. Also das würde mich auf jeden Fall freuen. Was sagst du, Also Stefan? für solche Sachen bin ich natürlich immer offen. Neues und Herausforderndes, das gefällt mir. Und im Grunde denken wir das Gleiche, dass wir unsere Nähbegeisterten einfach wieder neues Input geben können. Auf jeden Fall. Da haben wir immer ein Öhrchen offen für Input, Feedback, Wünsche, oder? Genau. Genau, wir sind auch immer ständig bei der Aktualisierung unserer Angebote. Weil es kommen ja immer wieder gute Ideen von den Mitgliedern, die eben an der Praxis eben hier mitarbeiten. Selbst denkt man, das habe ich jetzt wirklich gut erklärt, aber das habe ich aus meiner Sicht gut erklärt. Und von den Teilnehmerinnen kommt dann wieder eine andere Idee und das lassen wir natürlich alles gerne einfließen. Genau, von unserer Seite auch das Gleiche. Das ist ja, das ist toll. Genau. Also Stefan, es hat mir wirklich sehr, sehr gefreut mit dir heute. Ich hoffe, wir können es wiederholen. Vielleicht, wenn ein anderer Anlass ist oder wenn wir was Neues haben, können wir immer wieder uns hier treffen. Und Moment. Also detaillierte Auflistung von Inhalte könnt ihr auf unserer beiden Webseite sehen und ihr könnt uns auch anschreiben. Und wir freuen uns, wir sind für euch da, beide sehr positiv, also immer wieder. Und gerne wiederholen wir das bei neuen Ideen, bei einem neuen Anlass. Ich freue mich. Vielen Dank, Stefan. Also danke, dass ich von dir eingeladen wurde und freue mich auf viele gemeinsame Erfolge und viele Nähbegeisterte. Und vielleicht hast du wieder mal Gelegenheit, dass du nach Schlehdorf kommst, beziehungsweise ich es nach Berlin schaffe. Freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, das freut mich auch sehr. Wenn das klappt, würde ich mich sehr freuen. Danke. Dann einen schönen Abend dir, Einen Stefan. schönen Abend alle und dir auch natürlich. Ciao. Tschüss, ciao.
Ihr Lieben, ich verabschiede mich. Es hat mir ja viel Spaß gemacht. Ich werde das dann hochladen und ich hoffe, es ist gut angekommen bei euch. Und wer Fragen hat, kann diese unter Kommentare posten und wir werden sie schriftlich nachträglich beantworten. Einen schönen Abend.